Der frühe Wurm vögelt den Fänger. Der frühe Wurm fängt den Vögler. Den frühen Fänger wurmt der Vogel. Der Vogel. Ach, was soll's? Was weiß ich denn? Ich gehe wieder zurück ins Bett. Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freedom Unite. Achtung, großer Disclaimer, großer Spoiler, großes Achtung. Es könnte in diesem Part erhebliche bis riesengroße Tonprobleme geben, welche ich allerdings während der Aufnahme nur teilweise mitbekommen werde. Denn letztlich komplett meine Audioboxe, mein PC, meine Kopfhörer haben zugeschlagen. Also, es war kein Ausverkauf und sie haben auch keinen Nazi verprügelt oder so. Und auch, um da noch mit sicher hinzugehen, auch keine Flüchtlinge abgebrannt. Flüchtlingshäuser, sorry, ist ja ein Unterschied. Nein, sie haben tatsächlich aufgehört zu funktionieren. Ich habe jetzt vor einer ganzen Weile angekündigt, dass das höchstwahrscheinlich passieren wird und dass ich so schon nur auf einem minimalen Punkt Ton hören konnte. Ich persönlich habe es Ewigkeiten ignoriert und nun höre ich nichts mehr. Aber du hast da trotzdem die Kopfhörer auf. Ja, es ist nur Schmuck, es ist Deko. Nein, es ist natürlich nicht. Ich habe mich gefragt, was ab jetzt auch mein komplettes neues Motto vom Monster Hunter werden sollte, was es eigentlich schon beinahe ist. Hier habe ich nicht gefragt, wie geht's nicht, sondern sage mal, wie geht's? So geht's. Das ist ein Verteiler und den habe ich mir eigentlich gehört, um mit, gut, eigentlich 8 Mann, aber hier sind nur 6 Verteiler, also mit 6 Mann Super Smash Bros. Für Wii U zu 6 aufnehmen zu können, weil immer wenn man aufnimmt, muss man halt irgendwie den Ton zum PC übertragen, den Ton einzeln aufnehmen, weil es sonst scheiße klingt. Und, weil, ist so. Und dafür darf dann natürlich, wenn der Ton übertragen wird und extra aufgenommen wird, nicht der Ton nochmal durchs Mikrofon neu aufgenommen werden. Weswegen jeder Let's Player oder viele professionelle, wozu ich natürlich dazugehöre, Let's Player sich, an sich immer Kopfhörer aufhaben. Damit halt das nicht doppelt zu hören ist. So. Dementsprechend brauchte ich jetzt auch Kopfhörer und deswegen habe ich die Kopfhörer für Super Smash Bros. Geholt. Das hat mich so ein bisschen gerettet, das heißt, diesmal höre ich nicht meinen PC-Sound, sondern direkt von der PSP. Weswegen ich nicht weiß, ob der PC-Sound funktioniert, allerdings kurz vor der Aufnahme hat er noch rumgespackt. Ich habe jetzt nochmal kurz ein bisschen hin und her gedreht an dem Kabel, ich hoffe, das funktioniert. Wenn nicht, scheint nicht mein Problem zu sein, denn ich habe andere. Ich habe definitiv andere in diesem Part. Jedoch, keine Angst, es ist vorgesorgt, denn ich hatte ja letztens Geburtstag am 21.10. Und ich muss sagen, es war mein 21. Geburtstag. Ja, ich bin endlich überall volljährig. Und tatsächlich, wie man es sich so von einem 21. Geburtstag erwartet, war er ziemlich zum Kotzen. Also, was denn des Wortes? Wirklich zum Kotzen. Allerdings auch zum Scheißen, also richtig beschissen. Ich hatte Magen-Darm. Und ich konnte nichts machen, außer im Bett liegen, zumindest am Tag davor. Am Tag an sich konnte ich nämlich noch so ein bisschen bewegen, aber ich konnte nicht mal zur Uni gehen, weil Kreislauf komplett kaputt. Staubsaugen war ein riesengroßes Problem am Tag danach noch. Naja, und ich habe mich dann irgendwie so da durchgerungen. Ja, war nicht toll. Und jetzt möchte ich da bei mir auf dem PC checken, wo der rausgezogen ist. Kann sein, dass ihr gerade keinen Ton habt. Aber OBS sagt Ton, daher geht das. Es könnte also, wie gesagt, Ruck da zwischendurch geben. Sollte das zu stark sein. Ich kann den Ton ja auch nicht rausnehmen. Ich weiß jetzt nicht, was ich da machen soll. Ich bin machtlos gegen Technik. Nichtsdestotrotz, mein Vater hat sich daran erinnert, dass ich mal so richtig hart Probleme damit hatte. Und ich habe neue Bluetooth, Tuf, Tuf, Kopfhörer bekommen. Bluetooth-Kopfhörer.
Sogar dieses Mal mit einem USB-Bluetooth-Stick. Nice. Also diesmal kann ich sie auch wirklich anschließen. Allerdings laden sie gerade noch. Denn kurz vor der Aufnahme ist mir mein Ding, meine Kopfhörer, mein Audiobook erst abgeschmiert. Und ich dachte mir, okay, gut. Nimmst du jetzt mal die USB-Kopfhörer? Scheiße war's, muss aufgeladen werden. Ha, immer neue Technik. Doof, doof. Das ist der Grund, warum es gerade... Alles klar! Das ist der Grund, warum der Autostecker die ganze Zeit rausgeht. Ich bin der Meinung nämlich, dass da zu wenig Stromversorgung ist. Jetzt habe ich es mal rausgezogen. Jetzt soll es eigentlich funktionieren. Weil ich nämlich das über ein USB-Hut eingesteckt habe. Und immer wenn ich da was angesteckt habe, hat auch meine Tastatur nicht funktioniert. Das ergibt beinahe Sinn. Das heißt, ich habe eine Stromunterversorgung. Mal gucken, ob man da irgendwas machen kann. Zumindest hinten. Jetzt weiß ich, warum da einfach kein Kontakt ist. Weil wenn ich zu viel anschließe, geht's halt kaputt. So, also oder... Wenn ich es wieder rausziehe, funktioniert es wieder. Also ist bloß nicht mehr funktionstüchtig, wenn zu viel dran steckt. So, nichtsdestotrotz. Habe ich das halt zum Geburtstag bekommen, lädt jetzt auf oder jetzt halt nicht mehr und funktioniert dann hoffentlich im Nachhinein alles. Es ist also dank vorsorgendem Vater für alles gesorgt. Schön, nicht wahr? Bloß für ein was ist noch nicht gesorgt. Ihr wisst nicht, was wir tun werden, was wir tun sollen, was die nächste Quest ist. Und tatsächlich habe ich mir das schon rausgesucht. Allerdings habe ich es wieder geschlossen. Ich weiß, ich bin da auch grandios drin, immer wieder wunderbar vorbereitet zu sein. Aber ich bin ja vorbereitet, ich kann es euch bloß gerade nicht sagen. Wir machen, das weiß ich auch noch, den Schwanzsammler. Das klingt nicht nur nach meiner Quest, das ist meine Quest. Also die habe ich bekommen, wieder von Aurelius Kraut. Deswegen gibt's auch einen. Nur gut, es gibt diesmal keinen wirklichen Text. Er hat euch leider nicht mit Geschichten dieses Mal alles schön reden wollen. Nein, er hat sogar mich auf die Probe gestellt. Also ich muss kurz runterscrollen. Da. Eine weitere Request. Und ja, er liegt abends im Bett und überlegt sich die dort immer. Nochmal Grüße hier an dich. Der Schwanzsammler. Info, diese Request könnte über mehrere Folgen gehen, also bis zu 6 Folgen, je nachdem wie du spielst und wie schwer du spielst. Du kennst die Monster aus deinem Intro. Tatsächlich nicht, ich muss mir das Intro nochmal angucken. Da hat mich auf die Probe gestellt. Du hast dir mal so gedacht, oh, so ein paar Schwänze, das wäre doch mal ganz geil. Du nimmst also einfach die Monster aus deinem Intro, in Klammern Rajang, Diablos, Theostra, Tigrex, gescheiter Auron, Aknaktor, glaube ich. Ich glaube, Theostra ist gar nicht mit dabei. Ich guck's nochmal nach. Und hackst ihnen den Schwanz ab. Aber, wenn du auf schwierig spielst, schwierig spielen willst, tötest du sie auch noch dazu. Viel Glück und viel Spaß dabei. Muss die Smiles mit imitieren. Und wir fangen. Habe ich mir jetzt mal... leider gerade so im Kopf ausgesucht. Wir fangen mit Rajang an. Den hatten wir so lange nicht mehr. Und den habe ich so ein tiefes Band dazu wie zu Mr. Misery. Und da bin ich mir sicher, werden wir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit Rajang haben. Und da brauchen wir auch nicht so viele Megatränke. Ich weiß noch nicht, ob ich es auch schwierig machen will, aber es ist schon irgendwie doof da. Es wäre allerdings echt geil, wenn man weiß, so 6 Monster aus meinem Intro, meine Intro-Monster, die laufen jetzt mal so durch die Gegend rum. Ja, ich will mir die Request gerade leicht reden. Die laufen so durch die Gegend rum, so, ha, Latscha, ihr seid die 6, die für mich posiert haben. Den ich dann nach dem Casting die Schwänze abgeschnitten habe, um sie zu markieren. Das machen wir so. Die bleiben am Leben. Nein, der Stecker wurde schon wieder rausgezogen. Sehr schade. Das machen wir. Alles klar. Das heißt, ihr habt jetzt harte Monster, dafür mit wenig Ton. Obwohl, manchmal Ton, manchmal nicht. Wahrscheinlich... Ach, der Ton regelt sich ja dann auch jedes Mal wieder hoch. Alles klar. Die Tonprobleme werden heute überwiegen. Also technisch bin ich am Arsch. Obwohl mein Arsch noch sauber dazu aussieht. Ist alles beschissen, obwohl meine Scheiße noch gut dagegen schmeckt. Ich habe keine Ahnung, was mit meinem PC los ist. Das ist... Ich bin am Ende meiner Latein. Und dabei habe ich das große Latinum. Ich kann zwar kaum ein Wort Latein. Cogito ergo sum. Ich denke also, ich bin ich. Kann ich nicht aus dem Lateinunterricht. Das kann ich, weil es überall steht. Und sol est adere. Und canis est clamat. Asinus est tacere.
Das ist die allererste Seite des Lateinbuchs. In der Mitte, okay, die sechste Seite des Lateinbuchs. Die erste Textstelle, Zeile 3 bis 6. Die Sonne brennt, der Hund schreit, der Esel schweigt. Bam, da ist mein Latein zu Ende. Und ich hab das große Latinum. Ich liebe jetzt auch meine Lehrer dafür, dass sie uns alle haben durchkommen lassen durchs Abitur. Großes, großes Dankeschön auch an dieser Stelle, an diesejenigen. Ja, also Lateinum. Egal, das war nicht unser Thema. Gembre-Rätsel muss ich noch mitnehmen, denn so ein Rayang, das ist der Rayang in der Arena, oder? Wenn ich mich recht dran erinnere. Ich weiß gar nicht, bei welchem Rayang diese Szene kommt. Nicht, ich hab's nicht mal selber geschnitten, es ist Steam sein Verdienst, dass ich diese Sachen jetzt machen muss, meinem Channel-Genosse, der ewig keine Videos mehr gemacht hat, aber vielleicht wahrscheinlich bei 4 Ultimate irgendwann wieder mit dabei sein wird. Und da war schon wieder der Stecker draußen. Ich meine, ich sehe es ja jetzt sogar, wann ihr keinen Ton habt. Und ich weiß nicht, wieso. Es kann aber auch nicht hier dran liegen, oder? Nee, es ist ja unten Wackelkontakt, nicht oben. Ansonsten würde ich auch keinen Ton hören. Ich hasse Technik. Ich hasse sie. Warum kann das nicht einfach ohne funktionieren? Oder anders. Ich mag Technik, wenn sie funktioniert. Apropos, wir haben noch eine andere Request. Eine der schwierigsten Requests, die ich jemals erhalten habe. Jemals in meinem Leben. Hab eine Request für dich von Dominik Wetzel. Iss mal Kirinkäse und goldenes Getränk. Ist an sich ja schon schwer genug, aber dazu kommt noch die Spezifikation. Das Hindernis an dieser Quest. In der Küche. Oh mein Gott, Junge, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber wir haben hier den Kirinkäse. Oh mein Gott, 50% der Requests erfüllt und das goldene Getränk. Meine Fresse. Es klappt. Ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so doof, das zu nehmen, weil es hat ja dann Verteidigungsbuff und Ausdauer erhöht. Kann ich gut blocken. Habe ich mehr Verteidigung. Captain Obvious, no shit Sherlock. Sollte auf jeden Fall helfen. Meine Ausrüstung sollte ich vielleicht auch noch ändern. Och, natürlich. Lass Rayang mit Heldentum machen. Ich muss ja nur den Schweif abschneiden. Grandios, Katzen. Ich sehe, ihr denkt allesamt immer mit. Respekt dafür. So. Ausrüstungsset ändern. Wir nehmen natürlich nicht das Alcantor-Set. Das. Ja, wunderbar. Unsere Wirkling Camellia. Nein, ich vergesse nicht, die zu wechseln. Das hatten wir schon mal. Der Gag funktioniert nur einmal. Ab und zu denke ich auch selber noch daran. Ab und zu denke ich halt auch noch mit. Übrigens, für alle, die auch noch den Rayang Tail abschneiden wollen, weil sie sich denken, hey, alle Requests, die der Idiot macht, mache ich auch. Denen sei gesagt, dass man das nur ausschließlich... Ich glaube, das ist nicht mal ein G-Rank Rayang. Ich glaube, ich kann einfach hier letzte Quest machen. Es ist ja nicht mal gesagt... Gut, ich kann die Monster auch töten. Ne, ich kann einfach irgendwelche nehmen. Das sind nur die Monster aus meinem Intro und das ist halt ein Rayang. Also machen wir einfach hier den Rayang und gut ist. Der sollte auch mit G-Rank Equip easy peasy zu machen sein. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt habe ich es gejinxt. Jetzt geht alles den Berg runter. Und ja, so ich muss zum Berg runter, um zur Quest zu kommen. Aber auch die Rayangs müssen vom Berg runter springen. Daher gleicht sich das dahingehend auch wieder aus. Ja, stimmt. Warte, kann ich das erstmal wieder schließen. Zeitvorgabe 50 Minuten. Auf geht's. Mein Platz ist voll, was ich vorhin schon bemerkt hatte. Aber hey, man kann trotzdem nochmal nachgucken. Alles klar. Also, wichtig. Der Tail muss ab. Als allererstes. Obwohl. Nein, nicht als allererstes. Der Tail muss erstmal. Kann erstmal dranbleiben. Denn es kommt ja nachher noch der große Motherfucker. Alles klar, wir spielen Monster Hunter. Alles klar, ich muss aufpassen. Achtung! Das ist immer noch ein Rayang, er tut immer noch weh. Und es ist kein Super Rayang. Das war also nicht die Request. Doch, warte. Das zweite ist doch ein Super Rayang, ne? Der ist doch von Anfang an wütend. Alles klar, dann war es doch sogar doppelt. Denn wenn wir schon mal einen Schwanz bekommen müssen, dann nehmen wir natürlich so hart, wie es geht, so gut, wie es geht, direkt, das war doof, den größten, den wir bekommen können. Ich meine, sie müssen sich auch irgendwie mit meinem mithalten können. Ansonsten ist das ja einfach untermenschlichst groß und das geht ja so nicht. So, nochmal kurz, was ich angefangen habe zu erzählen. Wer den Tail des Rayangs ebenfalls kaputt machen will, übrigens, ich habe sogar extra nachgeguckt, der Tail des Rayangs ist, wenn er kaputt ist, nicht mehr so schön flauschig,
sondern einfach nur noch ein Stückchen Schweifchen, was da so rumhängt. Nur noch ein bisschen Leder und die Sachen der Peitsche, die schön ausgeziefernden, auswuchernden Härchen, die so richtig schön zack machen, die wehtun, die hier sind dann weg. Und natürlich ist er Rayang dann nicht mehr in seiner Super Rage Form, was als direkte Analogie zu Son Goku genommen werden kann, dem Rayang ja auch entspringt. Könntest du mich bitte in Ruhe lassen? Sorry, Facecam, ich kann mal wieder nicht so viel mit dir flirten. Müssen wir auf nach der Aufnahme verschieben. Sehen es da nicht die ganzen kleinen Kinder. Und obwohl, die müssen eh irgendwann damit vertraut werden. Und B, es ist auch kein kleiner Rayang mit dabei. Ich verhalte mich immer so affig. Oder du verhältst dich immer so affig, wenn der mit dabei ist. Und es tut auch immer so weh, wenn ich hierbei Fehler mache. Ich kann natürlich die PSP ein bisschen hochnehmen. Dann seht ihr vielleicht auch mein Gesicht wunderbar und schön. Schön, dass das Gemächt da nicht im Weg war, ansonsten hätte es mich noch mit zur Seite geschleudert. Ich weiß, dass ich, glaube ich, sogar mit der Vorentwicklung dieser Waffe diese Request geschafft hatte. Also, war halt eine High-Rank-Request, ne, die ich ziemlich spät erst im Let's Play gemacht hatte. Aber, das wird. Ich bin mir sicher, dass ich die zumindest hinkriegen werde. Aber bitte keine Request zu dieser Quest, obwohl, das wäre eigentlich ganz geil. Rayang, Rayang hat mal sehr Wang in die Schmerl. Wäre mal cool, den wieder ein paar Mal zu sehen. Obwohl ich momentan ja noch genug mit Ukandos zu tun habe. Wobei ich halt noch nicht mal weiß, ob ich wirklich so viel noch PSP-Spiele zocken kann, wenn jetzt wirklich die Audiobooks hinten auch noch komplett abspackt. Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, wie sehr man es hört. Also ich weiß noch nicht, ob ich euch überhaupt den Ton des Spiels hören lasse. Oder ob es, wenn ich es weglasse, langweilig wird. Aber wenn er immer so zwischendurch so weggeht, ist halt scheiße. Aber ich habe immerhin für euch schon mal den Nebenton, dieses Dudum, wenn es rausgeht, halt ausgestellt. Natürlich nur für euch, nicht für mich, damit es mich nicht auch noch mit nerven würde. Ihr versteht, was ich meine. Daher sollte das zumindest gehen. Obwohl ich es mir sehr doof vorstellen kann, wenn einfach so mittendrin, das tat ein bisschen weh, so eine riesengroße Energieladung in den Arsch gepumpt zu bekommen, stelle ich mir nicht so schön vor. Aber wenigstens wurde noch nachgestopft mit einer riesengroßen Faust und dem Arm hinterher. Ne, Fisten ist da untertrieben. Da kommt der ganze Arm bis zum Anschlag rein. Das sieht dann aus, als wenn Hermine in ihre Tasche reingreift. Fühlt sich nicht ganz so angenehm an. Fühlt sich eher so an wie Stock im Arsch. Aber hey, was soll's, man nimmt, was man kriegen kann. Und gibt nichts wieder zurück. Ich weiß, die Hand steckt dann ziemlich in der Scheiße, aber man weiß ja, eine Hand wäscht die andere. Das heißt, da müssen zwei rein. Und nur dann hat man die maximalen Stärken, die maximalen möglichen Schmerzen einmal erlebt. Da kann mir keine Frau dann mehr kommen mit, hey, ich habe mal ein Baby geboren. Ja, schön. Du konntest pressen und entscheiden, wie weit es geht. Bei mir wurde gepresst. Ich glaube, da kannst du auch nie wieder sitzen, geschweige denn gehen. Um das nochmal mit anzukündigen. Alles klar, G-Rank Equip ist ein bisschen zu hoch hierfür. Konntest du in Fallgruppen reingehen? Du konntest auf jeden Fall sehr schön weit wegschleudern. Aber alles klar, von dir, deine Haare müssen wir entfernen. Warum mit Fallgruppen? Bei Fallgruppen kann ich da noch nicht mal rangehen. Und er kann da nicht rein. Okay, alles klar, dann war es andersrum. Und er ist da drin. What the fucking hell ist da gerade passiert? Ist mir auch egal. Ist mir egal. Egal. Habe ich eigentlich meinen Satz vorhin beendet? Wenn man den Tail des Rayangs abschneiden will, Cliffhanger ist im nächsten Part, dann muss man mit Eiselement zuschneiden. Ansonsten bleibt einfach ganz, ich komme nicht hoch genug. Shit, meine Schockfallen müssen das regeln. Ich habe extra Fallgruben mitgenommen, ne? Hey, läuft bei mir.